Ich bin nicht dafür, dass jeder studieren kann, wie er will und was er will, sondern er muss schon dafür geeignet sein. Aber die Eignung ist für mich das Kriterium und nicht irgendwelche formalen Zugangsregeln. Das heißt also, man sollte das Studium durchaus so anspruchsvoll machen, dass der wirklich in seinem Fach gut ist. Und das muss sozusagen das Kriterium oder, wenn man will, das Ausschlusskriterium sein. Aber nicht irgendwie so ein formaler Schüler nicht oder da, sondern er muss am Anfang gefordert werden in seinen Studien und dann scheiden von selber die meisten aus. Und das Problem ergibt es ja von selber. Also wenn ich sage dafür, dann ist es einfach, weil ich zwei Schüler kriege, dagegen oder dafür. Ich bin für geringe Gebühren, die nur dazu da sein sollen, um einfach Sozialmissbrauch zu verhindern. Also dass sich einer nur inskribiert, um eine Straßenbahn freikarten zu kriegen, das sollte nicht sein. Aber die Gebühr sollte so, nicht so hoch sein, dass es sozial ausschließend ist. Also es sollte im Prinzip jeder leisten können, beziehungsweise wenn einer gut ist und auch aus ärmeren Verhältnissen stammt, dann sollte es wieder kompensiert werden, diese Gebühr. Es gibt natürlich Armutsgefährdete, aber wenn man sich wieder die soziale Zusammensetzung der Studierenden anschaut, dann sind ja die meistens, leider muss ich sagen, aus besserem Haus. Also ob die wirklich so arm sind, die natürlich es wirklich brauchen und die ja entsprechend studieren, möchte ich dazu sagen, die sollen natürlich entsprechendes Stipendium kriegen, um das abzufedern. Naja, das ist eigentlich kein hochschulpolitisches Thema, aber das berührt sehr eng die Frage der sozialen Durchmischung. Und eigentlich ist da der zentrale Punkt, dass es bessere Kindergärten gibt. Weil eigentlich die soziale Splittung findet schon im Kindergarten statt. Und eigentlich die beste Investition in eine soziale Durchmischung der Uni, die ja noch immer nicht stattfindet, das findet ja immer nur massive Vererbung statt, sind eigentlich bessere Kindergärten.